Ja, Günter Gorenzel, die Löwen sind im Trainingslager in La Manga bei schönstem Wetter, herrlichster Aussicht, wie man im Hintergrund sieht. Und die Sonne vermittelt immer Glücksgefühle. Glücksgefühle haben sie sicherlich aber auch, wenn sie aufs Konto schauen. Und die Millionen von Ju Weigl und Marin Pankratic einfliegen sehen. Wie kommt es eigentlich dazu, dass 60 an diesen Transfers von anderen Vereinen profitiert? Ja, das ist ganz einfach erklärt. In der Vergangenheit wurden eben Transfervereinbarungen abgeschlossen mit diesen Spielern. Und wenn du einen Spieler zu einem anderen Verein transferierst von 1860 München, dann ist es in der Regel so, dass du dann auch weiter partizipierst an gewissen Dingen. Da gibt es zwei verschiedene Dinge. Das eine ist der Transfererlös direkt. Das heißt, du verkaufst jetzt einen Spieler zum Beispiel, um es ganz einfach zu nennen, um 1 Million nach Dortmund, nach Bayern München, nach Schalke, wohin auch immer oder ins Ausland. Und vereinbarst eine gewisse Prozentzahl, wo du an der weiteren Ablösesumme, ganz einfach, wo der Spieler weiterverkauft wird, mitpartizipierst. Das heißt, das sind einmal Transfererlöse, wo du mitpartizipierst, und der zweite sind die sogenannten Solidaritätsbeiträge, Solidaritätszuschlag. Das heißt, da gibt es einen gewissen Schlüssel, wo unter den Vereinen die UEFA ganz klar vorschlägt, je länger der Spieler im eigenen Nachwuchs ausgebildet worden ist, wie viel du wieder prozentmäßig an dieser Transfersumme mitpartizipierst. Und da kommt dann ganz einfach eine gewisse Summe zustande, und über die können wir uns jetzt beim Ju Weigl-Transfer einmal erfreuen und beim Pankratic-Transfer erfreuen. Aber ja, jetzt geht es darum, ganz einfach, wie diese Dinge dann aufgeteilt werden und wo sie dann tatsächlich dann landen und ankommen. Und das ist genau die Frage. Für was verplanen Sie das Geld? Was wird gemacht? Wird im Winter jetzt noch nachgelegt? Ja, wichtig ist einmal zuerst einmal die Budgeterstellung. Das heißt, wir haben ja eine Budgetdiskussion jetzt, oder wir mit meinem Kollegen in der Geschäftsführung, Michael Scharold, der für die kaufmännischen Part ganz einfach hauptverantwortlich ist, erstellen wir jetzt einmal Budgets. Diese Budgets werden ganz einfach den Gremien vorgelegt und müssen dann von den Gremien noch abgesegnet werden. So, das heißt, das de facto ist das noch ein ganz einfach theoretisches Konstrukt. Wichtig ist aber, dass wir nur aus der momentanen Ertragsausgabensituation planen können. Das heißt, der Verein hat gewisse Erträge, die sich wieder ganz einfach erklärt zusammensetzen, aus dem Ticketing, aus Fernsehgeldern, aus Sponsoreinnahmen. Das sind so eigentlich die Hauptgeschichten, wie ganz einfach ein Budget an Einnahmen erstellt wird. Es sind noch einige ganz einfach Nebengeräusche, wo ich aber jetzt im Detail nicht involviert bin, aber sind die Hauptfaktoren, die Hauptsäulen, durch die Erträge zustande kommen. Und die werden dann auf verschiedene Budgets ganz einfach, was NLZ anbelangt, ganz einfach was ja, Verwaltungsbereich anbelangt und was am Ende des Tages dann mein Aufgabenbereich ist, auf den Sport aufgeteilt. Und da gilt es jetzt natürlich jetzt für meine Person als Letztverantwortlicher im Sport, mich für den Sport einzusetzen und um jeden Euro zu kämpfen, weil die Mannschaft hat es verdient, die Spieler haben es verdient und auch unsere tollen Fans haben es verdient, dass wir nächstes Jahr wieder eine tolle Mannschaft haben. Und da muss ich jetzt ganz einfach in meiner Verantwortung um jeden Euro in dieser Budgeterstellung ganz einfach kämpfen.